Okay, die liest ungefähr 1000 Mal das gleiche Buch. Applet Genetics. Tschüss. Die liest ja immer nur dieselben Bücher, die hat ja keine. Okay, evolutionäre Biologie. Die Dawkins-Gesetze. Was ist das? Braune? Dawkins-Gesetze. Das grüne Biologie, glaube ich, oder? Kann ich nicht so richtig erkennen. Doch da. Ja, die Evolutionsbiologie. Sieht zwar so aus, als würde sie viel lesen, aber naja. Ich könnte mir auch 1000 Mal das gleiche Buch kaufen. Hätten gerade Steuergeräusche kommen können. Ich gucke gerade so. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Speichern. Geht nicht! Ich wollte doch so gerne nah an die rangehen, um zu gucken, was sie macht. Guck mal, die macht gar nichts. Da ist die behinderte Schlampenbefotze. Dollar, ja, was macht die, wenn ich jetzt einfach mal Geld mitnehmen hab? Ich hab beklaut. Wie sie aufrecht sitzt und einfach mal alles da reinschreibt. Ich brauche keine Tipps, danke. Ja, was, wenn ich das jetzt aktiviere? Die sitzt da 2 Meter neben mir. Meint ihr das ernst? Schnell weg. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Hallo, meine Herren. Ja, genau. Ja. Ja. Ich geh mal weiter, okay? Okay. Ein Tagebuch, letztlich ein Segen. Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen. Dauernd erinnert sie mich daran, dass ich einzig dazu geboren wurde, um ihre Ideale zu fördern. Und jetzt will sie mich überreden, mich mit dem gleichen Cocktail zu spleißen, der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat. Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen. Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit. Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte, und ermordete ihn vor meinen Augen. Vater, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen. So, wir müssen 20 oben lang. Denn wir können es auch nicht. Aber wir können Feuer springen und selbst umbringen. Yeah. So, Rosen. Ist das eine Leiche? Da sind voll viele kultivierte Männer und nehmen an, sind einfach mal Leichen mit Schmetterling. Ach, deswegen. Sind immer überall Schmetterlinge. Ich bin mir nicht sicher, ob das selber Sophia Lamp war. Aber so sehen Leichen für Little Sisters aus. Leichen sehen bei Little Sisters so. Ach, und diese Rosen. Das ist nicht irgendwie hier gelegt. Ach, krass. Das alles hier, diese ganze Wand, diese Decke, was hier alles ist und was auch immer, diese ganzen Skulpturen und diese kultivierten Männer, das gibt's gar nicht. So sieht die Little Sister das alles. Das hier ist Blut und hier ist überall alles zerstört eigentlich. Und das hier ist diese Spur, die wir sehen, wenn wir als Big Daddy sagen, ja, bring uns mal zu einer Leiche. Und am Ende sieht der Engel so aus. Schön und Frieda am Schlafen, wunderschön gekleidet mit diesen Engelsflügeln hier. Krass. Und ich habe mich schon gefragt, wann haben die das hier alles gemacht? Ja, touché. Ach, guck mal. Bäh. Aber finden wir jetzt gerade selber raus, so wie es aussieht. Aber ich hab's vorher herausgefunden, ja, damit ihr es nur wisst. Für einen Moment haben wir wieder die Realität gesehen. Das ist ja alles gar nicht so, wie es scheint. Das ist so krass gerade. Vor allem, dass ich das schon ohne diese Spur da herausgefunden habe. Ich habe das Spiel ja auch noch nie so richtig gespielt.
Komm her, verfluchter Scheißball! Ja. Krass. Was steht da auf dem Boden? Moment. Daddy trifft Tante Grace. Boah, das ist so... Ey, das ist so gut gemacht, ne? Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Das Kleid? Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Wo sind wir denn gerade? Also, jetzt ist er alleine ohne Big Daddy. Können wir uns mal kurz umgucken, wie das eigentlich aussieht? Nein, okay. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind, aber so sieht's eigentlich aus. Und da hinten wird irgendwie jemand abgebohrt. Der Big Sister Panzerung, oder die? Voll krank. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Alter, da liegt eine Leiche. Ach, Moment, ich denke mal, ich weiß schon, wie ich da reinkomme. Komm. Okay. Wie viel Uhr? 13:03 Uhr, wow. So, ist hier eine Leiche? Yeah, wir sind da, wo wir gerade, rein wollten. So sieht es dann halt, wie gesagt, wieder für uns aus. Ein wunderschöner Engel, der gestorben ist. Und wir wollen natürlich retten. Oh, guck mal, der ist ehrlich gut angezogen. Adam, gefällt mir, ja. Okay, das hier sollten eigentlich ein echtes Bleister sein, denke ich mal. Und die greifen uns nicht an. Miau, miau. Miau. Okay, ist langsam gruselig, wenn die mich so angucken. Haie! Jeder Tag ist Daddys Tag. Wow. $1 oder mehrere, ich weiß es nicht. So sieht's draußen für die Big Little Sisters also aus. Echt alles wie im Himmel hier so. Total gut gemacht, wunderschön. Und so sieht's eigentlich aus hier. Eine riesige Maschine, überall Schreie, Gefängnis, Feuer, blutige Matratzen. Und der Big Sister Helm. Ich hab vergessen, nach oben zu gehen. Werden die mich wohl schlagen? Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, wie? Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Okay. Ich habe Angst vor diesen kultivierten Leuten, aber ich gehe einfach mal mitten rein. Die Lücke ist mindestens 1 Meter groß. Wie breit ist sie denn? Wie fett? So. Hier aber. Okay, ich mach mal kurz so eine Art Standbild hier. Damit ich das vielleicht als Thumbnail benutzen kann, weil es verdammt cool ist. Aber Moment, ich mach mal einen Screenshot. Aus der Lil Sisters Sicht. Darf ich nicht vergessen. Ah, guck mal, da ist wieder ein Engel. Verbandskasten.
Engel, wir retten dich. Na, wenigstens findet man jetzt heraus, warum diese Schmetterlinge überall sind. Warum dauert das bei der eigentlich nur so 5 Sekunden oder so? Und wenn wir mal Adam gesammelt haben, waren das bestimmt 2 Minuten. Scheißerin. Bescheißt uns doch. Das weiß ich doch. Wir gehen mal hier lang. Geht natürlich nicht. Ah, Moment, das ist doch die Tür, wenn da ein Kamin ist. Auf jeden Fall ist das die Tür, ich bin mir sicher. Versteck. Ich finde das voll gruselig, dass wir das kleine Kind hier selber nicht... Ist das eine Big Sister? Und so sieht's eigentlich aus. Big Sister? Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Ha, danke. Warum ist die Tür auf? Ach, manchmal gibt im Spiel einfach keinen Sinn, okay? Privatunterricht für Eleanor. Okay. Kurz vor der Rechnung überprüfen. Auch wenn Mathe, ich glaube, mein schlechtestes Fach ist. Kurz mal nach Störgeräuschen gucken, also. Okay. R in Klammern N plus AN gleich 2. Okay. AN plus AM gleich 4. Kann man davon ausgehen, dass AN entweder... Ja, doch, AN müsste 2 sein. Da müsste RN gleich 0 sein. Die machen hier auch gar keine Gedankenstriche einfach. Da setzt man das dahin ein und sowas, aber egal. Hey, das sind die... die Little Sister Geschenke aus dem ersten Teil, Leute. So sahen die doch noch aus, oder? Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber ich glaube, so sahen die noch aus dem ersten Teil aus. Eleanor, wie geht's dir? Kann ich mal unter deinem Rock gucken? Was? Oh mein Gott! Sie hat nur einen Unterschenkel und keinen Oberschenkel. Und sie hat überhaupt gar keine Mumu. Natürlich ist die Decke hier hart wie Stahl. $2. Hallo? Da ist nix. Hier. Ah, so! Ah, Vater befreien. Hören wir uns auf der Toilette an. Obwohl, nee, warte. Wir haben es geschafft. Vater ist zurückgekommen, direkt vor Mutters Augen. Ich habe über meine Sisters eine Frau namens Tennenbaum kontaktiert. Sie hat einen Weg gefunden, seinen Geist in diesem Anzug zu befreien, den Menschen im Monster zu wecken. Mutters ganzes Glaubensgebäude ist verfehlt. Und wenn ich eines über Vater weiß, dann das. Er wird an die Flucht glauben. Eleanor. Es ist an der Zeit, dass du deine Pflichten dem Volk gegenüber anerkennst. Wenn du aufwachst, wirst du verstehen... Nein! Geh weg von mir! Konnte die das hören, die Lamp? Die Dr. Lamp? Big Sister anzugeben. Ja, natürlich. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. So sieht das aus, wenn wir befreit werden, wenn wir mal jemanden befreien. Okay, die Textur ist aber nicht so schön geladen.